Willkommen beim Tutorial für die Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre. Die Zutaten: kleingeschnittener Rhabarber und ebenfalls kleingeschnittene Erdbeeren, Gelierzucker, Zitronensaft und Vanillezucker. Gebt den Rhabarber, das mache ich gleich noch ordentlich, ebenso wie die Erdbeeren, den Gelierzucker, Vanillezucker und Zitronensaft in einen Topf und vermengt sie schon mal, bevor ihr sie auf den Herd gebt, miteinander. Vorsichtig dabei nicht die Früchte zermanschen. Stellt euren Topf dann auf den Herd und rührt ständig um, bis der Topfinhalt einmal aufgekocht ist. Reduziert die Hitze dann ein wenig und unter weiterem Rühren lasst ihr den Topfinhalt 3 Minuten sprudeln kochen. Nach den 3 Minuten gebt ihr eure heiße, fast noch kochend heiße Konfitüre sofort in ein sauberes, ungefähr 250 ml fassendes Gläschen. Ich klecker dabei immer. Können wir gleich sauber machen, nur erstmal zügig rein damit. So, und dann zügig den Deckel drauf. Das ist das Allerwichtigste. Fest verschließen. Bei mir haben sich die Fruchtstückchen schön in der Konfitüre verteilt und sind wirklich gleichmäßig im Glas auch zu sehen, wirklich durch alle Schichten der Konfitüre durch. Das heißt, sie kann jetzt in Ruhe gelieren. Falls es bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr das Glas auch auf den Kopf stellen. Also am besten gleich am Anfang der Zeit, bevor sie kalt wird, damit die Stückchen sich noch, wie gesagt, ein wenig verteilen können. Und in der Gelierprobe sieht die Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre dann so aus. Leider nicht so gut zu erkennen durch meine Kamera, aber wunderschöne kleine Erdbeer- und Rhabarberstückchen, sattes Rot und wirklich sehr lecker. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß und guten Appetit.